Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, dass der Monat Mai in besonderer Weise Maria geweiht ist, ist uns allen wohl bekannt. Aber warum ist es gerade der Mai, der in besonderer Weise der Verehrung der allerseligsten Jungfrau gewidmet ist? In einem kleinen Büchlein, das der heilige Kardinal John Henry Newman geschrieben hat und das voll von Betrachtungen und Gebeten für das Kirchenjahr ist, finden wir vielleicht eine Antwort auf unsere Frage. In einer seiner Betrachtungen über Maria schreibt Kardinal Newman Folgendes: Im Mai schmückt sich die Erde mit frischem Grün und Blätterschmuck. Vorbei ist der kalte Winter mit seinem Eis und Schnee. Vorüber die rauen Tage mit ihren scharfen Winden und Regengüssen. Die Bäume blühen und in den Gärten sprießen die Blumen. Die Tage sind lang geworden, die Sonne geht früh auf und scheidet spät. Mag das Wetter noch so trübe sein, so verheißt der Monat Mai doch unweigerlich den Sommer. Ja, er ist sein Herold, sein Verkünder und öffnet ihm die Bahn. Mag der Himmel mit düsteren Wolken und kaltem Nebel noch so verhangen sein, wir wissen, dass früher oder später doch die Sonne durchbrechen und helles Licht die Natur und unsere Seelen erleuchten wird. Soweit John Henry, Kardinal Newman. Weil der Monat Mai der Monat ist, den wir als den Frühlingsmonat schlechthin bezeichnen, als den Monat, der die winterliche Kälte hinter sich lässt, um dem Sommer den Weg zu bahnen, ist er in besonderer Weise dafür geeignet, Maria geweiht zu sein. Steht Maria doch in der Heilsgeschichte, in der Geschichte der Erlösung am Punkt der großen Wende. Das winterliche Warten auf das Kommen des Erlösers geht mit Maria zu Ende und muss der sommerlichen Erfüllung dieser Verheißungen weichen. Für das winterliche Warten steht die Zeit des Alten Bundes, das Alte Testament. Für die sommerliche Erfüllung steht der Neue Bund. Wenn aber nun der Winter das lange Warten auf den kommenden Erlöser symbolisiert, der Sommer hingegen die Ankunft der Sonne der Gerechtigkeit, die Ankunft des vielfach verheißenen und lange ersehnten Erlösers, dann ist der Monat Mai, der zwischen Winter und Sommer liegt, der Monat, in dem sich die große Wende vollzieht. Die große Wende in der Heilsgeschichte ist aber nicht ohne die schönste aller Frauen, nicht denkbar ohne Maria. Sie ist die schönste aller Blumen, die durch ihr Jawort den alttestamentlichen Winter enden und den neutestamentlichen Sommer aufsteigen ließ. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wie der Mai den Winter zum Sommer wendet, so wendet Maria die Verheißung des Alten Bundes in die Erfüllung des Neuen Bundes. Liebe Gläubige, in vielen uns bekannten Marienliedern, die wir zur Ehre der schönsten aller Frauen singen, wird Maria mit einer Blume verglichen, allen voran mit einer Rose oder mit einer Lilie. Maria ist die Rose ohne Dornen, die Lilie ohne Gleichen, der selbst die Engel weichen. Maria ist unter allen Blumen, die in Gottes Garten blühen, die schönste von allen. Ist sie doch vor allen Menschen in einem Maße von Gott begnadet worden, dass sie an Schönheit, Reinheit, Heiligkeit, an Tugendfülle alle anderen Heiligen des Himmels himmelweit überragt und überstrahlt, weshalb wir sie zu Recht als die Königin des Himmels verehren. Jede Blume
hat nun aber eine Beziehung zur Sonne. Wenn wir eine Blume in eine dunkle Ecke stellen, wendet sie sich mit unfehlbarer Sicherheit dem Licht der Sonne zu, so als ob sie wüsste, dass sie ohne die Sonne nicht leben könnte. Eine Blume hasst die Finsternis, verschließt sich gleichsam vor ihr, sobald die Finsternis an sie herantritt, um dann wieder, sobald die Sonne die ersten Strahlen auf ihren Kelch wirft, sich zu öffnen, der Sonne zuzuwenden, um alles Licht und Wärme der Sonne in sich aufzunehmen und in sich hineinzutrinken. Was im Reich der Natur seine Geltung hat, hat in gewisser Weise auch Geltung im Reich der Gnade. Denn beide, die Schöpfungsordnung und die Erlösungsordnung, gehen auf den einen Gott zurück. Und in beiden Ordnungen, in der Schöpfung und in der Erlösung, sehen wir die wunderbare Handschrift unseres Herrn. Wie die Blume des Feldes sich der Sonne zuwendet, weil die Sonne für die Blume alles ist, so ist die Gnade Gottes, so sind die Strahlen der göttlichen Sonne für Maria alles. Vom ersten Augenblick ihres Lebens war sie ganz und gar der Gnadensonne zugewendet. Maria, du bist voll der Gnade. Voll der Gnade war Maria aber nicht erst, als der Engel in Nazareth sie so begrüßt hatte. Voll der Gnade war Maria bereits in dem Augenblick, als sie ihre Mutter Anna in ihrem Schoß empfangen hat. Maria war voll der Gnade, weil zu keiner Zeit ihre Seele von etwas anderem beschienen wurde als von der Gnade Gottes. Maria war voll der Gnade, weil sich ihre Seele zu keinem Zeitpunkt auch nur im Geringsten von Gott abgewendet hat. Nur Licht und keine Finsternis war jemals in Maria. Vom ersten Augenblick ihres Daseins fing sie jeden Strahl der Gnade auf und bewahrte ihn in ihrem Herzen, so dass er sich darinnen ganz und gar entfalten und ihre reine Seele ganz erfüllen und verklären konnte. Maria duftet dank ihrer von Gott verliehenen Gnadenfülle mehr als alle anderen Blumen des Feldes. Das heißt, sie überragt alle anderen Geschöpfe himmelweit. Der Duft der Blume aber lockt unweigerlich die Biene an, die sich in ihr niederlässt, um daraus zu trinken. Das beobachten wir im Frühling immer wieder, wenn wir draußen spazieren gehen. Diese Beziehung zwischen Blume und Biene können wir auch in gewisser Weise auf Maria und ihren Sohn Jesus Christus übertragen. Wie die duftende Blume draußen auf der Wiese die Biene anlockt, so lockt Maria, die schönste aller Blumen in Gottes wunderbaren Garten, durch ihren einzigartigen Duft der Gnade, durch den Wohlgeruch ihrer Tugenden, die göttliche Biene, den Sohn Gottes an, der gleichsam den Himmel verlässt, um sich in Mariens Schoß niederzulassen und darin Mensch zu werden. Natürlich ist das eine bildhafte Sprache, liebe Gläubige, ein Gleichnis, das uns aber dazu verhilft, unseren Glauben besser zu verstehen, allen voran dieses unvorstellbar herrliche Geheimnis der Menschwerdung Gottes, dass Gott Mensch geworden ist aus Maria, der Jungfrau. Der Duft der schönsten aller Blumen hat aber bis auf den heutigen Tag nichts an Anziehungskraft verloren. Unablässig verströmt diese Blume ihren herrlichen Duft, damit wir stets neu von ihm angezogen werden, uns in Maria gleichsam niederlassen, von ihrem Duft gläubig trinken, um so rasch wieder von Versuchung und Sünde befreit und in Glauben und in der Liebe gestärkt zu werden. Und so wollen wir gerade im Marienmonat Mai in besonderer Weise die schönste aller Blumen verehren, allen voran durch die Maiandacht, die wir heute im Anschluss an diese heilige Messe beten werden, zur größeren Ehre unserer lieben Frau. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.